Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Ilana und heute gibt es den Lesemonat März für euch. Im März und April mache ich bei einer Doppelmonats-Lese-Challenge mit und zwar ist das Motto diesmal Ligretto. Vielleicht kennt ihr dieses Kartenspiel. Dort muss man ja Karten einer Farbe aufeinander stapeln. Wir haben es ein bisschen einfacher. Wir müssen quasi einfach die Bücher stapeln, aber nicht in der richtigen Reihenfolge. Das heißt, die Farbe Rot, Grün, Gelb oder Blau muss, wenn auch klein, auf dem Cover zu finden sein. Dann kann man es quasi eintragen für die entsprechende Farbe. Es kann also auch nur die Schrift sein oder ein winziges Detail, was grün ist beispielsweise. Solange das auf dem Cover eine der vier Farben zu finden ist, kann man das dann quasi das Buch eintragen für die Farbe. Und die Zahl entspricht dann der letzten gedruckten Zahl im Buch, beziehungsweise der Minutenzahl, wenn es jetzt ein Hörbuch ist. Und die Reihenfolge, wie gesagt, ist hier egal. Das heißt, wir lesen querbeet durcheinander und sammeln einfach verschiedene Zahl-Farbkombinationen. Und pro komplett gesammelter Farbe gibt es dann natürlich zusätzlich Sonderpunkte. Deswegen werde ich euch jetzt jedes Mal noch mit dazu sagen, für was ich das eintragen konnte. Das erste Buch, was ich im März gelesen habe, war Today I'll Talk to Him von Bianca Wege. Das ist im Arena Verlag erschienen. Ich habe aber die super süße Bücherbüchse ausgegeben. Ausgabe hier mit bedrucktem Farbschnitt, hat eine Länge von 383 Seiten und ist aus dem Jahr 2023 und war ein Titel von 12 für 2024. Das habe ich für Gelb 3 eingesetzt. Es hatte nämlich einen Sweater auf dem Cover, der gelb war. Das Buch hat mich schon im Vorhinein angesprochen, weil es hier um eine Sims-spielende Protagonistin geht, deren Schwarm Volleyballspieler ist. Beides Dinge, die Hobbys von mir sind. Sims spiele ich seit einigen Jahren wieder vermehrt und Volleyball habe ich die letzten 6-7 Jahre gespielt, bis ich dann unsere Volleyballgruppe leider Anfang dieses Jahres aufgelöst hat. Insofern fühlte ich mich der Geschichte direkt auf einem ganz anderen, ja, Level verbunden, als es sonst vielleicht der Fall wäre. Layla ist schüchtern, hat frisch mit dem Studieren angefangen und möchte sich mehr trauen und mit ihren Sims-Streams ganz groß rauskommen. Seit Jahren schwärmt sie für Asher, der damals mit ihr auf die Schule ging, aber nun in New York studiert. Oder? Als Layla zu spät zur AG-Vergabe kommt und den letzten offenen Posten als Maskottchen für die Volleyballmannschaft der Uni annehmen muss, trifft sie auf einmal auf Asher. Er erkennt sie nicht, aber Layla nutzt die Gelegenheit für eine Sims-Challenge, die sich auf ihr echtes Leben ausdehnt. Ihre Follower bestimmen mit, welche Interaktion Layla im wahren Leben bei Asher anwenden soll, um ihn für sich zu gewinnen. Anschließend spielt sie die Situation dann nach und hält alle auf dem Laufenden. Doch das Leben verläuft nicht immer geradlinig. Das Buch konnte mich echt gut unterhalten und war eine süße New Adult Rom-Com, inklusive pflanzenmordender Mitbewohnerin, mit diversen Textmarkern ausgestatteter Kommilitonen und einer offenen Tür Sexszene. Ich mochte es sehr, wie Layla selbstbewusster und mutiger wird, für sich und ihre Bedürfnisse einsteht, aber sich auch mal auf dem Weg dorthin verirrt und falsche Entscheidungen trifft. Es war super süß und gut zu lesen. 4 Sterne. Danach habe ich zu Doppelt geliebt hält besser von Annabelle gegriffen. Das ist ursprünglich im Knauer Verlag erschienen. Ich hatte die Bücherbüchse-Ausgabe auch hier mit 394 Seiten aus dem Jahr 2023. Habe es jetzt aber wieder mal über die Bibliothek ausgeliehen, von Argon gehört. 10 Stunden, 15 Minuten Laufzeit und auch aus dem Jahr 2023. Gelesen von Yijim Maishalt hatte ich in letzter Zeit oft das Hörvergnügen mit und ja, die liest echt gut und flott, lebendig, 168 Ergebnisse bei Audible. Das habe ich eingesetzt für Grün 5. Von Annabelle hatte ich im Februar ja das aktuell erschienene Buch gelesen. Und da das Hörbuch frei war, habe ich die Chance ergriffen und diesen Titel von ihr dann eben als Hörbuch ausgeliehen. Mir gefällt, dass es Erwachsenen-Romcoms sind, die sich um so Second Chances drehen, so auch hier. Ellies Mann Max verliert von einem Moment auf den nächsten sein Gedächtnis der letzten 5 Jahre und weiß auf einmal nicht mehr, wie er mit Ellie, der nerdigen besten Freundin seiner kleinen Schwester, zusammenkam, kennt seine Tochter nicht mehr und hat vergessen, dass seine Eltern getrennt und seine Schwester ihr Coming Out gehabt hat. Da Ellie hochschwanger mit Baby Nummer 2 ist, bleibt nicht mehr viel Zeit für sie, Max wieder in sich verliebt zu machen. Aber was war eigentlich die Ursache für seinen Gedächtnisverlust? Für mich war es diesmal fast schon ein bisschen zu erwachsen, da es sich nebensächlich sehr viel um den Alltag mit Kindern, um das verzweifelte Suchen nach neuen Freundinnen im Geburtsvorbereitungskurs und Ehen, die vielleicht auch ein wenig festgefahren sind, dreht. Auch Trennung im Freundeskreis kommt wieder vor. Es ist also eher, finde ich, für Leserinnen so Mitte, Ende 30 geeignet. Ich bin zwar in dem Alter, habe aber weder Ehemann noch Kinder, noch renovierungsbedürftiges Haus. Letztere schade eigentlich. Aber es gefiel mir wieder echt gut und es gab eine zum Brüllen komische Szene, in der eine volle Blase, ein Festival und ein leerer Teekessel eine Rolle spielten. Auch Ellies Versuche, frühere tolle Momente nachzustellen, ging grandios schief, was auch super unterhaltsam war. Das Ende war für mich nur okay, trotz großer Geste und deswegen bekommt es insgesamt von mir 4 Sterne. Dann habe ich Secretly Yours aus der Vine Mess Reihe von Tessa Bailey gehört. Das ist ein Rezensionsexemplar aus dem Argon Verlag mit einer Laufzeit von 11 Stunden 42 Minuten und ist im Januar 2024 erschienen. Bei der Ligretto Challenge habe ich es für
für Gelb 2 eingesetzt. Gelesen wurde es von Isabel Jakob, die hat nur 3 Ergebnisse auf Audible. Das scheint also eine aufstrebende neue Stimme zu sein. Ich fand, sie hat sehr gut gelesen, insbesondere auch die Sexszenen, die sicher nicht einfach zu vertonen sind. Und sie wird auch Band 2 sprechen. Da bin ich mal gespannt, wie gut sie die verschiedenen Protagonistinnen unterschiedlich anlegen kann, sodass man als Hörerin nicht irritiert ist. Wobei ich nicht ausschließen würde, dass ich die Details zu der Stimme bis in 2 Monaten nicht mehr so präsent habe. Es geht hier dieses Mal um Hallie. Hallies Leben liegt in Scherben. Ihre Großmutter, wichtiger Ankerpunkt in ihrem Leben, ist gestorben. Und Hallie ist ein wenig lost. Da hilft es auch nicht, dass das Weingeschäft der besten Freundin ihrer Gran durch Konkurrenz am seidenen Faden hängt und Julian Voss, Sohn der größten Winzerei der Gegend, sie gar nicht mehr erkennt, obwohl sie sich in der Schulzeit einmal beinahe geküsst und damals einen tollen Abend verbracht haben. Skandal. Aber wenigstens kriegt Julian sie jetzt nicht mehr aus dem Kopf und die gegenseitige Anziehung ist enorm. Und das, obwohl beide gegensätzlich ja nicht sein könnten. Zum Beispiel schreibt er in exakten 30-Minuten-Sprints ein Buch, während für Hallie das Konzept von Zeit eher ein abstraktes ist. Außerdem knapst Julian noch an einem Trauma rund um einen großen Brand, der das Familienweingut vor einigen Jahren beinahe vernichtet hat, und Hallie weckt in ihm seine größte Angst, in gefährlichen Situationen keine Hilfe zu sein. Ob Hallie und Julian sich kriegen und ob das gut geht? Secretly Yours heißt das Ganze übrigens wegen anonymer Liebesbriefe, unterschrieben mit Geheim und Dein, die Hallie an Julian schreibt und ihm in einem Baumstumpf an seiner Joggingrunde hinterlegt, da sie bereits seit damals komplett auf ihn steht, inklusive Anschauungen seiner Vorlesung auf YouTube, und das mal rauslassen muss. Und genau hier setzt auch mein Kritikpunkt an. Der Konflikt im letzten Drittel drehte sich darum, dass Hallie sich nicht traut, Julian zu verraten, dass sie hinter den anonymen Liebesbriefen steckt und da ein richtig großes Gewese drum macht. Weder die Briefe selbst noch das Verschweigen der Urheberschaft sind in meinen Augen ja ein glaubwürdiger Grund eigentlich für einen Konflikt oder sogar eine Trennung. Das war mir dann doch zu fadenscheinig und an den Haaren herbeigezogen. Richtig schade. Ohne diesen Aspekt wäre es tatsächlich ein gutes Buch gewesen, ohne viel ja, Spannung oder Plot, aber mit sehr viel Sexy Time. Also ich finde, eigentlich ist es sogar Erotik. Es wurde sehr schmutzig und zwar nicht nur, weil Hallie Gärtnerin ist und Julian ein Fable für ihre von der Erde schmutzigen Knie entwickelt. Ich bin auf der Mitte gelandet. Einerseits hat es mir gut gefallen, was insbesondere an der liebenswerten Hallie lag und wie Julian sie geschildert hat und sich in sie verliebt. Andererseits waren mir sowohl Plot als auch Konflikte zu dünn. Trotzdem bin ich gespannt auf Band 2, der sich um Julians Schwester Natalie drehen wird, die ihre Verlobung und ihren Job verloren hat und nun mit eingezogenem Schwanz in ihr Elternhaus zurückgekehrt ist. Sie wird dann im zweiten Band verkuppelt. Für dieses Buch von mir 3 Sterne und hier ist ein kleiner Ausschnitt für euch. Ihr Blutdruck schoss in die Höhe, als er das meistverhasste Wort eines jeden Gärtners aussprach. Abgesehen vielleicht von Unkraut oder Fingerhirse oder nehmen Sie auch Schecks? Erdhörnchenlöcher? Owen stieß einen mitfühlenden Seufzer aus und wandte sich ab, um ein Regal mit Mini-Kakteen zu studieren. Ja, mindestens 3. Sie konnte Schritte hören, als ginge er gerade zum Fenster, um einen Blick auf die grüne Rasenfläche und den sonnenüberfluteten Weinberg dahinter zu werfen. Eines von ihnen befindet sich mitten in den Blumen, die Sie gestern gepflanzt haben, und da dachte ich, ich frage mal, ob Sie vielleicht schon einmal mit so etwas zu tun hatten. Können Sie die Erdhörnchen irgendwie davon überzeugen, weiterzuziehen? Oder soll ich einen Schädlingsbekämpfer anrufen? Nein, das ist nicht nötig. Ich habe eine Mixtur, die ich verwende, um Sie... Sie konnte nicht anders, sie brach in lautes Gelächter aus. Zu überzeugen. Er gab einen nachdenklichen Laut von sich. Haben Sie etwa ein Problem mit meiner Wortwahl? Ganz und gar nicht. Ich stelle mir nur gerade eine formelle Verhandlung vor. Sobald die Verträge unterzeichnet sind, schütteln wir die kleine Pfote des Erdhörnchens. Es wird seinen winzigen Koffer packen und versprechen, mal zu schreiben. Sie sind sehr unterhaltsam, Hallie. Kurz hörte sie ein Ticken, als würde er seine Uhr näher an sein Gesicht halten. Tut mir leid, ich habe nur 5 Minuten für dieses Telefonat. Können Sie rüberkommen oder soll ich versuchen, es mit dem Schlauch rauszuspülen? Gott, nein, tun Sie das nicht. Damit weichen Sie nur den Boden auf und erleichtern ihm das Graben. Ich habe heute Nachmittag noch einen Auftrag, aber ich kann im Anschluss vorbeikommen, sagte sie zu Julian. Um wie viel Uhr? Sobald ich fertig bin. Julians Seufzen drang durch das Handy an ihr Ohr. Das ist extrem vage. Romantisch ging's weiter mit Die Unannehmlichkeiten von Liebe von Ellie Hazelwood. Das ist eine Bücherbüchse-Sonderausgabe, die ich hier habe, mit 375 Seiten aus dem Jahr 2023 und ich habe es für Blau 5 eingetragen. Hier enthalten sind 3 Stories und ein Bonuskapitel rund um 3 beste Freundinnen, die in einem Buch vereint sind. Das war eine Leserunde mit Becca. 2024 haben wir bisher nämlich ein Buch pro Monat von Ellie Hazelwood gelesen und das gefällt mir auch echt gut. Allerdings beginne ich mittlerweile starke Parallelen zwischen ihren verschiedenen Romanen und Geschichten zu sehen, sodass es sich schon recht wiederholt.
erholend anfühlt. Daher haben wir auch beschlossen, erstmal eine Pause einzulegen und mit größerem Abstand zueinander dann weiterzulesen. Ich glaube, es gibt noch 3 bis 4 Bücher, die ich jetzt noch nicht gelesen habe von ihr. So ist jede Protagonistin im Vergleich zum Protagonisten sehr klein und entsprechend stoßen sie alle im Bett auch mal an ihre physischen Grenzen, um jetzt nicht zu explizit zu werden. Außerdem pfeifen alle auf Kondome, bis auf eine Ausnahme hier, aber auch nur beim ersten Mal. Denn Kondome sind scheinbar nur wegen Verhütung eine gute Idee und alle Protagonistinnen nehmen die Pille. Reden wir jetzt nicht über andere Geschlechtskrankheiten, egal. Außerdem sind alle Protagonistinnen quirlig, chaotisch, lustig, liebenswert, während die Protagonisten alle ihre Zähne nur für Dirty Talk im weiteren Verlauf der Geschichte auseinanderkriegen und für schrittweisen Consent. Was ich okay bis gut finde, aber warum fragt sie nicht mal, ob es okay ist, wenn sie ihn hier berührt oder dies oder jedes macht? Wahrscheinlich, weil die Männer kaum Zuwendung abkriegen, außer Küssen und die Vereinigung selber. Das hört sich jetzt alles recht negativ an, aber so ist es gar nicht. Das sind einfach nur Parallelen, die mir bislang aufgefallen sind, aber auch dieses Buch hat mir wieder echt gut gefallen, weil die Charaktere liebenswert sind, die Rahmenbedingungen der Geschichten unterschiedlich genug sind, dass man immer wieder neue, charmante Geschichten liest und die Tür hier definitiv nicht geschlossen ist. Außerdem haben die Geschichten oft eine feministische Note und zeigen Missstände auf, denen wir Frauen uns leider immer noch gegenübersehen. Sei es nun im MINT-Bereich oder ganz allgemein. Hier geht es in Geschichte 1 um Mara, die von ihrer Mentorin die Hälfte eines Hauses vermacht bekommt. Leider lebt in der anderen Hälfte Liam, der Neffe der Verstorbenen, der alles andere als glücklich ist, sein Zuhause zu teilen. Bis aus Enemies Friends und schließlich Lover werden. Auf dem Weg dahin wird's aber lustig, weil so einige WG-Probleme wieder gespiegelt werden. In Geschichte 2 stecken Sadie und Eric in einem Aufzug fest, ausgerechnet nachdem sie einen wahnsinnig tollen Tag inklusive gemeinsamer Nacht miteinander verbracht haben, worauf Eric, so glaubt Sadie, ihrer Firma einen neuen, lukrativen Kunden weggeschnappt hat, und zwar durch ein Ausspionieren ihrer Betriebsgeheimnisse und Vorgehen. Es wird hier immer wieder hin und her gesprungen zwischen der Aussprache im Aufzug und dem Tag ihres Kennenlernens. Und ich glaube, Eric basiert auf Chris Hemsworth beziehungsweise Thor-Fanfiction. Und in Geschichte 3, die mir am wenigsten gut gefallen hat, geht es um Hannah, die 5 Jahre zuvor Maras Cousin Ian interviewt hat, weil er bei der NASA Roboter baut, die bei Mars-Erkundungsmissionen eingesetzt werden. Genau das, was ihr selbst für ihre Laufbahn vorschwebt. Der tolle Tag der beiden gipfelt in beinahe Sex auf seinem Schreibtisch, doch Hannah will keine festen Bindungen eingehen. Nun hat Hannah ihren Traumjob bei der NASA ergattert und geht nach Norwegen, hat wohl ähnliche Wetterbedingungen wie der Mars, fand ich auch ganz spannend, um einige Theorien in der Praxis zu erforschen. Als sie dabei in eine Felsspalte fällt und so erfrieren droht, eilt Ian ihr zur Rettung. Insgesamt also süße Geschichten, die man aber vielleicht besser nach und nach liest, sonst könnte man gelangweilt sein von der Parallelität. Von mir gibt's hierfür 4 Sterne. Auch wieder über Libby gehört habe ich Payback's a Witch, Rache ist magisch von Lana Harper. Das habe ich hier als deutsches Exemplar vom Piper Verlag und ich glaube aus der Bücherbüchse. Hat 413 Seiten aus dem Jahr 2023. Ich habe es aber von Penguin Audio auf Englisch gehört. Wie gesagt, über die Bibliothek ausgeliehen, digital, 10 Stunden, 13 Minuten Laufzeit. Zeit aus dem Jahr 2021 bereits. Gelesen wurde das Ganze von Jeremy Carlyle Parker. Sie hat 66 Ergebnisse auf Audible und ich hatte ehrlich gesagt eine Männerstimme erwartet, aber es war eine weibliche Stimme. Auf ihrer Website konnte ich nicht herausfinden, ob sie vielleicht eine Transgender-Frau ist. Lana Harper selbst kommt ja aus dem LGBTQIA+ Bereich und schreibt wohl auch häufig Geschichten mit queeren Charakteren. Daher dachte ich, sie legt vielleicht auch Wert darauf, dass die Interpretin einen entsprechenden Hintergrund hat. Wie gesagt, konnte ich aber nicht herausfinden. Jeremy Carlyle Parker wohnt jedenfalls in New York und ist Opernsängerin, Schauspielerin und Hörbuchsprecherin. Und sie macht es echt gut, sodass man zum Beispiel bestimmte Charaktere an ihrer Sprechweise und Klangfarbe erkennt und macht auch einige Akzente tatsächlich. Eingetragen habe ich es für Gelb 3 und es geht um Emmy. Emmy kehrt in ihre Heimatstadt Thistlegrove zurück, um bei einem wichtigen magischen Wettkampf ihre Rolle als Schiedsrichterin einzunehmen, obwohl sie die Kleinstadt und die Magie schon lange hinter sich gelassen hat. Einer der Kandidaten, ihr Ex Gareth, ein Kotzbrocken erster Güte. Da er auch eine weitere Kandidatin, Talia, mit der Schwester vom dritten Kandidaten hintergangen hat, die gleichzeitig auch Emmys beste Freundin aus Kindheitstagen ist, beschließen die 3 Frauen, es ihm so richtig heimzuzahlen, indem sich die anderen beiden Kandidaten gegen ihn verschwören. Wird der Plan aufgehen und der Gerechtigkeit Genüge getan? Und wie wird es Emmys Herz ergehen, das durch die verführerische Talia extrem hochschlägt, wo diese doch Thistlegrove niemals verlassen wird? Es war eine süße und im wahrsten Sinne des Wortes zauberhafte Romantasy, aber mir ein bisschen zu langsam erzählt und schlussendlich mit zu wenig Handlung gespickt. Dadurch zog es sich leider. Insgesamt war es aber gut erzählt und hatte witchy cozy Halloween Vibes. Von mir 3 Sterne. Kommen wir zu einem der beiden Flops diesen Monat und es hätte niemanden mehr überraschen können als mich selber. Magie und Milchschaum von Travis Baldry aus dem DTV-Verlag, beziehungsweise ich habe die Chest of Fandoms-Ausgabe, mit nur 319 Seiten aus dem Jahr 2023, war ein Titel für 12 für 2024 und ist auf Blau 8 gelandet. Und ich hatte mich total drauf gefreut, wirklich. Es ist cozy Fantasy, aber ich habe mich irgendwie gefragt, ist jetzt eigentlich cozy ein Synonym für langweilig?
In diesem Buch leider schon. Es geht um Viv, eine Ork, die des Kämpfens und des Abenteuers müde ist und einen Café eröffnet. Sie lässt sich in der kleinen Stadt Thune nieder, kauft ein Grundstück, renoviert den heruntergekommenen Stall dort mit Hilfe neuer Bekanntschaften und bringt nach und nach ihr Geschäft zum Laufen. Und das in einer mittelalterlichen Fantasy-Welt, in der keiner Kaffee kennt. Es war süß, locker leicht, aber ein bisschen belanglos. Mir fehlte die Handlung, mir fehlte ein Konflikt, der über das Erpressen von Schutzgeld und die Sorge, dass das Geschäft nicht läuft, hinausgeht. Das Buch kam für mich einfach nicht in Schwung. Und wenn man den Klappentext liest, braucht man das Buch eigentlich nicht mehr aufschlagen, denn dort werden gute 85% des Buches gespoilert. Das liegt aber eben auch daran, dass es so langsam erzählt ist und eben kaum was passierte. Ich schwöre euch, es hat allein 20 Seiten gebraucht, bis Viv ein neues Gebäck in ihr Repertoire aufnehmen konnte, denn es wurde beschrieben, wie ihr Bäcker Probe gebacken hat, wie eine kleine Verkostung stattfand und dann wie Viv dafür einkaufen war, wo sie überall nach den Zutaten suchen musste, wie dann der Name davon dann auf die Schiefertafel im Café geschrieben wurde und schlussendlich, wie es dann bei den Gästen ankam. Und so wird eigentlich jeder Schritt minutiös beschrieben. Wenn ich mir dagegen die Cozy Sci-Fi von Becky Chambers durchlese, liegen da Welten zwischen, leider. Ich habe mir trotzdem die Vorgeschichte Bücher und Barbaren bestellt, bin aber leider nicht so bezaubert worden wie gefühlt alle anderen, deswegen gibt's von mir 2 Sterne. Dann stand mir der Sinn nach etwas Dunklem, deswegen habe ich zu Dark Places von Gillian Flynn gegriffen. Das ist ein E-Book aus dem Fischer Verlag mit 462 Seiten von 2015. Ich habe dieses E-Book aber als englisches Hörbuch von Random House Audio gehört, über die Bibliothek digital ausgeliehen, mit einer Laufzeit von 13 Stunden 44 Minuten aus dem Jahr 2009 und habe es dann für Blau 4 eingesetzt. Gelesen wurde das von Rebecca Lohman, Cassandra Campbell, Mark Deakins und Robertson Dean. Man konnte die alle gut verstehen und auch gut unterscheiden, weil sie unterschiedliche Personen gelesen haben und vorweg auch immer der entsprechende Name genannt wurde. Und die Rebecca Lohman kennt man vielleicht auch aus ein paar Fernsehfilmen und Serien und so weiter. Es geht hier um ein furchtbares Familienmassaker und wie es wirklich dazu kam. Hinter Gittern für die Tat ist Ben, der älteste Sohn, aber hat wirklich er seine Mutter und 2 seiner Schwestern getötet? Libby, die jüngste und überlebende Schwester, schlägt sich 25 Jahre nach der Tat eher schlecht als recht durch ihr Leben. Sie hat das Unglück jahrelang gemolken, doch nun stehen ihre Geldreserven kurz vorm Versiegen. Daher willigt sie widerwillig ein, gegen Bezahlung vom sogenannten Kill Club diesen Cold Case wieder aufzurollen und mit möglichen Alternativtätern zu sprechen und sticht damit in ein Wespennest, sodass sie selbst in Gefahr gerät. Ein sehr atmosphärischer Thriller. Man kann die Hoffnungslosigkeit, Tristheit und die Geldsorgen sowas von spüren. In Rückblenden wird der letzte Tag vor der Tat aus der Sicht von Ben und Patty, der Mutter, geschildert, bis alles den Bach runtergeht. Und da schlummert ganz schön viel unter der Oberfläche, was an der damals 7-jährigen Libby vorbeiging. Es war echt gut geschrieben, wie sich alle Facetten nach und nach entblätterten und hat mich total in seinen Sog gezogen. Die Auflösung wusste ich noch halb von der Verfilmung mit Charlize Theron und fand sie auch plausibel. Es war ein halboffenes Ende, wo einige Dinge und Entwicklungen in Aussicht gestellt wurden, aber noch nicht eingetroffen waren. Und es hat mich echt gut unterhalten. Von mir 4 Sterne. Als nächstes habe ich gelesen Murder in the Family von Kara Hunter. Ist im DTV-Verlag erschienen, hat 476 Seiten und ist erst im Februar 2024 erschienen und dann auch direkt zu mir gestoßen. Also sehr schnell gelesen eigentlich. Und ich habe es für Blau 6 eingetragen. Und es war ein richtig tolles Erlebnis. 6 Experten, ein Prozessanwalt, ein Journalist, eine forensische Psychologin, ein Cop und ein Ex-Cop, der nun Privatermittler ist und ein Forensiker, rollen in einer fiktiven Fernsehshow einen 20 Jahre alten Cold Case neu auf. Da haben wir dann wieder den Cold Case sozusagen, wie eben gerade schon im Hörbuch. Der Stiefvater des Regisseurs wurde erschlagen auf seiner Terrasse in einem Nobelviertel von London aufgefunden und bis heute wurde niemand deswegen festgenommen. Wer war es und welche Geheimnisse hat der junge Guy nie mitbekommen? Neue Erkenntnisse kommen ans Licht, es gab entsprechend einige echt gute Twists, die ich nicht kommen sehen habe und meine Vermutung, wer damit etwas zu tun haben könnte vom Beginn des Buches an, war phänomenal falsch. Zu Anfang gab es viele Infos aufzunehmen und Personen zu unterscheiden, aber wenn man da einmal durch ist, wird es sehr spannend mit Cliffhangern, spektakulären Enthüllungen und ganz viel Raum für eigene Spekulationen. Die Auflösung kam mir zu abrupt, war mir auch ein bisschen zu wenig erklärt und auch ein bisschen, ja, fast schon unspektakulär, nach all den Enthüllungen, die links und rechts im Laufe des Buches reinkamen. Was wiederum ganz cool war, waren die letzten 2 Seiten, die subtil für Gerechtigkeit gesorgt haben. Das Buch ist außerdem Mixed Media, also es besteht aus Drehbüchern, Postern, Steckbriefen, Zeitungsartikeln und sonstigem. Ich liebe sowas. Ich fand es echt spannend und allein durch die Form außergewöhnlich. Insgesamt kann ich das Buch als spannenden Cold Case mit interessantem Format echt empfehlen und von mir gibt es deswegen 4 Sterne. Das letzte Hörbuch, was ich diesen Monat gehört habe, war What If It's Us von Adam Silvera und Becky Albertalli. Das habe ich hier eigentlich als deutsche Variante aus dem Arktis Verlag mit 416 Seiten 2019 erschienen als Hardcover-Buch, aber ich habe es jetzt als englisches Hörbuch auch wieder über die Bibliothek gehört mit einer Laufzeit von 9 Stunden 48 Minuten aus dem Jahr 2018. Gelesen wurde es von Noah Galvin und Froy Gutierrez, die haben 21 bzw. 4 Ergebnisse auf Audible, also super wenig. Die haben es beide aber toll gelesen, der eine sogar mit authentischem
spanischen Akzent bei einigen Wörtern. Und ich habe es für Blau 8 eingetragen. Und dann habe ich nochmal gesagt, okay, das ist eigentlich, zählt es für mich zu den Subsenioren, denn ich habe mir überlegt, ob ich von 6 auf 12 Titel erhöhe, weil ich jetzt schon die Hälfte der ursprünglichen 6 gelesen habe und das Jahr ja auch noch eine Weile geht. Deswegen habe ich jetzt mal für mich in meinem Kopf schon mal die weiteren 6 Titel, die es für die 12 Subsenioren sozusagen braucht, rausgeschrieben und gucke mal, ob ich die vielleicht dann bis Ende des Jahres einfach auch mitlese. Das Wort, das mir zu diesem Buch einfällt, ist niedlich. Arthur und Ben treffen sich zufällig in New York bei der Post, wo Ben seinem Ex seine Sachen zurücksenden möchte und es knistert auf den ersten Blick. Dumm nur, dass beide zu schüchtern sind, um Nummern auszutauschen. Werden sie sich wiedersehen und kann es was mit ihnen werden, wo Arthur doch nur für ein Sommerpraktikum in der Stadt ist? Es war eine ganz süße Kennenlerngeschichte unter Teenies mit Drama, Ängsten bzw. Unsicherheiten und der Aufregung rund um das, zumindest für einen von beiden, allererste Mal kuscheln, streicheln, Sex haben. Gleichzeitig haben sowohl Arthur als auch Ben einige Gewohnheiten oder Eigenschaften, die Probleme vorprogrammieren. Zum Beispiel Bens Unpünktlichkeit oder sein Widerstreben, seine erste Beziehung hinter sich zu lassen. Oder auch Arthurs Art, sich Hals über Kopf in alles reinzustürzen und dabei andere abzuhängen. So kommt es auch hier zum Third Act Breakup, muss wohl sein bei dem Genre. Insgesamt war das Buch locker leicht, niedlich, süß, mit liebenswert skurrilen Protagonisten und Nebencharakteren, unter anderem die Freunde von Ben und Arthur oder auch ihre Eltern, haben alle so ihre Eigenarten und Spleens, die das Buch witzig machen. Als Arthur bei einem Date mit Ben einen Typen mit Ansel Elgort verwechselt, der daraufhin denkt, Ben sei nur zu schüchtern, um ihn anzusprechen und ihm einen pinken alkoholischen Cocktail zukommen lässt, woraufhin Arthur lautstark empört verlauten lässt, dass Ben ja noch minderjährig sei und sie dann vom Kellner rausgeschmissen werden, da muss ich doch mehr als schmunzeln. Das fand ich richtig lustig. Im Nachgang betrachtet fand ich allerdings das Ende irgendwie komisch. Es gibt noch einen zweiten Teil, der aber, glaube ich, recht spät nachträglich geschrieben wurde und ich weiß nicht, ob der die Geschichte verbessert und runder macht oder ob es ein Fehler wäre, den zu lesen. Wenn ich mal Zeit habe, würde ich als Hörbuch dazu greifen. Von mir hierfür 4 Sterne, weil ich mich gut unterhalten gefühlt habe. Der zweite Flop diesen Monat ist auch sehr traurig für mich. Das war die Blackbird Academy Töte die Dunkelheit aus der Die Akademie der Exorzisten-Reihe von Stella Tuck. Ist im Penhaligon Verlag erschienen. Ich habe die wundervolle Chest of Fandoms-Ausgabe mit 609 Seiten frisch 2023 erschienen und ich habe das Ganze für grün 9 eingetragen. Es war auch eine Leserunde mit Becker und hier geht es um Leaf, eine junge Kellnerin aus New York, die bei einer Party mit dem falschen Mann mitgeht. Waren sie eben noch im Vorspiel, steckt ihr auf einmal ein Messer in der Brust. Der Hintergrund, sie hat sich einen Dämonen angelacht, der nun von ihr Besitz ergreift. Doch Leaf stirbt nicht und sie erlangt die Kontrolle über den Dämon. Das macht sie zu etwas ganz Besonderem und sie bekommt die Chance, bei den Dämonenjägern bzw. Exorzisten eines Ordens einzusteigen, die die Dämonen, Vampire und weitere böse Wesen wie eine Spezialeinheit in Schach halten. Dass Leaf dabei mit dem grimmigen Falco zusammenarbeiten muss, passt weder ihr noch ihm. Aber irgendwie knistert es auch zwischen den beiden. Das Buch ist erstaunlich brutal und explizit in der Sprache, damit eher was für ältere Jugendliche, würde ich einschätzen. Womit ich mich richtig schwer getan habe, war mit dem permanent eingestreuten, derben ironischen Humor, der die Erzählung total ins Lächerliche gezogen hat. Für meinen Geschmack stand der Humor zu sehr im Vordergrund, war einfach zu viel. Sollte wohl ähnlich zu Buffy sein, hat aber leider den schmalen Grad der richtigen Dosierung aus meiner Sicht nicht getroffen. Unter anderem in Folterszenen fand ich das übelst unangebracht. Auch die Erzählgeschwindigkeit würde ich eher als langsam bezeichnen. Es dauert mindestens ein Drittel des Buches, bis Leaf und der Dämon überhaupt verschmelzen. Davor passiert kaum was, aber die Zeit wird auch nicht für die Weltentwicklung, Erklärung oder tiefere Charaktereinführung genutzt. Stattdessen gibt es ab und zu Infodumping, zum Beispiel über ein Lehrbuch im Buch. Ich musste den Kopf ganz schön ausstellen, um mit viel Augenrollen durch die zweite Buchhälfte zu kommen, auch wenn die Handlung zum Schluss nochmal angezogen hat. Vom Ende habe ich auch einige Entwicklungen nicht verstanden und dass den Protagonisten seine ach so schlimme Vergangenheit einholt, konnte mich dann nicht mehr überzeugen, zu Band 2 zu greifen. Ich habe das bei Chest of Fandoms tatsächlich storniert. Von mir hierfür 2 Sterne. Das letzte Buch, was ich im März gelesen habe, war Totenbeschwörung für Anfänger aus der Emily Seymour-Reihe von Jennifer Alice Jager. Ist im Ravensburger Verlag erschienen 2022 bereits und hat 413 Seiten und wurde eingesetzt für Rot 2. Das Ganze war eine Leserunde mit Ramona und irgendwie schaffe ich es immer, erstaunlich ähnliche Bücher parallel zu lesen, was ich eigentlich gar nicht ursprünglich beabsichtigt habe. Siehe oben mit den beiden Cold Cases quasi und auch hier mit Blackbird Academy und Totenbeschwörung für Anfänger. Hier geht es nämlich auch um Nekromanten in einer Welt aus Vampiren, Feen, Hexen und so weiter. Emily stammt aus einer berühmten Familie von Nekromanten. Nur an ihr selbst ist jede Magie vorbeigegangen. Glaubt sie zumindest. Als Ashton, der Sohn der verfeindeten Goodwin-Familie, bei dem Abschluss eines Friedensvertrags aus Versehen und durch Emilys Verschulden stirbt, greift sie zum dunklen Familiengrimoire und erweckt ihn wieder zum Leben. Blöd nur, nun sind sie aneinander gebunden und fühlen, wenn es dem anderen schlecht geht. Sie müssen sich zusammenraufen, um die Hintergründe zu verstehen und zu überleben. Zum Glück habe ich Band 2 direkt hier, denn Band 1 endet quasi mittendrin in der Geschichte. Der Erzählstil hat
hat mir ganz gut gefallen. Es war locker leicht, mit ordentlich Humor gespickt, abenteuerlich, magisch und so weiter. Alle Zutaten, die man für eine gelungene Jugendromantasy braucht. Was mir zu kurz kam, besonders zu Anfang, war das Worldbuilding. Es wurde kaum mal was erklärt. Welche Art von Ritualen führen die Nekromanten normalerweise durch und wofür? Wie kam es zu der Fehde zwischen den beiden Nekromantenfamilien und wieso wird die Fehde nicht beigelegt? Wie angsteinflößend ist das Tribunal, das quasi so eine Art Polizei dieser übersinnlichen Welt ist? Und ich fand auch den Humor teilweise ein bisschen drüber. Und ja, auch die Protagonisten waren für meinen Geschmack ein wenig Stereotyp. Sie ist die Schusselige, die gar nicht weiß, wie hübsch, begabt. Du füllst die Lücke. Er sieht gut aus und ist ganz nett. Außerdem liest er gerne. Das muss ja dann fürs Verlieben reichen. Also Hashtag Instalove ist hier auf jeden Fall am Start. Aus meiner Sicht, es waren mir auch ein bisschen zu viele Fabelwesen, so, ne, was weiß ich, Vampire, Hexen, Nekromanten, Feen. Insgesamt leider nur okay und nicht das Highlight, was ich mir wirklich davon erhofft hatte. Und deswegen gibt's von mir mittelmäßige 3 Sterne. Ihr habt schon gemerkt, das waren jetzt ganz schön viele Bücher. Ich habe insgesamt 4670 Seiten oder Minuten gehört oder gelesen. Und zwar in insgesamt 11 Titeln, 6 Bücher, 5 Hörbücher und keine E-Books habe ich gelesen diesen Monat. Von meinen Lesevorhaben habe ich 2 Titel aus der 12 für 2024 Liste erlöst, nämlich Magie und Milchschaum von Travis Baudry und Today I'll Talk to Him von Bianca Wiege. Ich habe keine Reihe weitergelesen und ich habe einen Subsenioren vom Stapel erlöst, und zwar What If It's Us von Becky Albertalli und Adam Silvera. Kommen wir zu meiner aktuellen Stapel ungelesener Bücherhöhe. Bei den Büchern habe ich 149 ungelesene Bücher. Das sind insgesamt -8. Ich habe nämlich 9 gelesen, also 6 davon wirklich auch gelesen und 3 als Hörbuch erlöst, nämlich Doppelt geliebt hält besser, Paybacks a Witch und What If It's Us. Aber eingezogen ist nur ein einziges, denn der Großteil ist nicht rechtzeitig angekommen. Und zwar war das eine Vorbestellung der Bücherbüchse, die Ramona mir von der LBM mitgebracht hat. Eine Maske aus Frost und Flüchen von Ariana L. Silbers. Und wenn ich es richtig gesehen habe, sind die, glaube ich, 5 Bücher, die ich noch bei der Chest of Fandom in Vorbestellung habe, mal eben kommentarlos von Lieferung Ende März auf Mitte Juni oder so verschoben worden. Wir bleiben alle am Ball. Wann es kommt, ich werde euch berichten. Bei den Hörbüchern habe ich 69 ungehörte Hörbücher nun. Das sind insgesamt 1 mehr als im Vormonat. Ich habe nämlich 5 gehört, aber 6 hinzugekommen. Ich habe nämlich 2 Rezi-Exemplare angefordert. Love Game von Lynn Painter und Firekeeper's Daughter von Angeline Boulay. Und ich habe 4 aus der Bibliothek temporär ausgeliehen, nämlich Doppelt geliebt hält besser, Dark Places, Payback's a Witch und What If It's Us. Und bei den E-Books habe ich jetzt 95 ungelesene. Das ist insgesamt 1 weniger als im Vormonat, weil ich ja ein E-Book als Hörbuch gehört habe, und zwar Dark Places. Also bei den Büchern 8 weniger, bei den Hörbüchern 1 mehr und bei den E-Books 1 weniger, macht insgesamt 313 ungelesene Hörbücher, Bücher und E-Books. Den Stand hatte ich zuletzt circa im Oktober 23, also es sind wirklich 8 weniger als im Vormonat. Richtig, richtig gut. Nur wie gesagt, kommt dadurch, dass sich einige Bücherlieferungen verspätet haben. Trotzdem freue ich mich an dem temporären Stand. Ich bin gespannt, was ihr so alles im Lesemonat März gelesen habt, ob was Empfehlenswertes dabei war oder irgendein Griff ins Klo. Sagt gerne Bescheid, ob ihr einige der Bücher kennt, die ich jetzt gelesen habe und wie ihr sie fandet. Und dann freue ich mich auf die nächste Folge. Bis dahin. Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de/podcastbuicherreich in einem Wort durch mit mir in Kontakt treten. Meine E-Mail-Adresse lautet buicherreich@gmail.com. Wenn ihr diesen Podcast über iTunes abonniert habt, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mir eine 5-Sterne-Bewertung hinterlasst. Dies ist ein privater Buch-Podcast, in dem ich nur meine eigene private Meinung wiedergebe. Wenn mir ein Buch oder Hörbuch kostenlos zur Verfügung gestellt wird, kennzeichne ich es entsprechend auf meiner Website.